Yo, servus Leute, bevor das wieder anfängt, ich weiß, meine Nase ist verstopft und ich höre mich übelst komisch an. Ihr braucht mir das nicht sagen. Ich weiß, wie ich mich anhöre. Aber ich will euch mal sehen, wenn ihr Heuschnupfen habt. Aber scheiß mal auf Heuschnupfen, ich habe diese extreme Heuschnupfen. Das ist schon kurz vor Asthma, dieses Heuschnupfen. Dazu noch Halsschmerzen, Schüttelfrost, alles mögliche. Ich weiß, ich höre mich scheiße an. Braucht ihr mir nichts zu sagen. Das ist so, wie ich gehe zu einem Blinden und ich sage, ey, du bist blind. Hat keinen Sinn. Ja, okay, war scheiß Vergleich, aber scheiß drauf, Leute. Heute geht's mal, nein, nicht um Halsschmerzen. Um Halsschmerzen geht's heute nicht. Mein Junge, ich werde immer witziger, Alter. Hör doch auf, Alter. Mach doch einfach mal ein Thema. Bring das Thema einfach zu Ende, aber versuch nicht witzig zu sein mit einem Video. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Guck mal, jetzt schon, ciao. Wenn das Video jetzt 100.000 Klicks hat, davon 80.000 habe ich schon weggeklickt. Ich rede immer noch weiter. Anstatt ich einfach zum Thema komme, ich rede immer noch. Junge, nein. Okay. Nein, ich rede immer noch über. Junge, einfach. Junge, wieso mache ich einfach keinen Cut rein? Ich bin doch der Schneider. Wieso mache ich hier keinen Cut? Nein, okay, ich habe zu viel gute Laune, dass ich eigentlich krank bin. Eigentlich müsste ich jetzt so schlechte Laune haben. Junge, wieso komme ich nicht einfach zum Thema? Was heißt, Leute? Auf jeden Fall wurde eine Kampagne gestartet. Und in dieser Kampagne geht es darum, eine faire Situation aus dem Leben in eine Kamera reinzusprechen und dieses Video mit der ganzen Welt zu teilen. Habt ihr verstanden? Ich hab's, glaube ich, gerade kompliziert rübergebracht. Aber ich mach nochmal so für Ausländer. Guck mal, du machst Video, erzählst ein Fairplay aus deinem Leben und dann du teilst ganz Deutschland. Muss ich nochmal korrigieren, wenn ihr, also ihr müsst das nicht als Video machen, ihr könnt es auch mit einem Foto machen oder einfach so einen langen Text schreiben oder kurz und knackig die faire Situation beschreiben. Das könnt ihr dann auch bei Instagram oder Facebook oder Twitter könnt ihr das auch hochladen, halt mit dem Hashtag faires Berlin und dann wird halt jede Woche einer ausgelost und der kann dann 1000 Euro spenden, jede Woche. Ja, ihr hättet das wohl nie gedacht, aber ich hatte auch Fairplay Sachen in meinem Leben. Also auf Deutsch gesagt, ich habe auch faire Sachen in meinem Leben getan. Die sind zwar komisch, etwas anders als ihr normalerweise euch vorstellen könnt, aber ich fange mal an. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich nur eine Sache sagen soll, weil eine Sache hat so keinen Sinn, weil das sind so kurze Sachen. Ich sag einfach mehrere. Ich sag die, die mir so am wichtigsten sind, die ich so am meisten so pushe, wo ich so stolz auf mich bin und so. Fangen wir mal mit der ersten Sache an. Ihr könnt euch alle vorstellen, Fußball. Außergewöhnliches Spiel, weil wir haben gegen den Letzten gespielt und ihr wisst, wenn man gegen den Letzten spielt, freut man sich immer, aber wir waren eigentlich die Letzten und die waren auch Letzter, weil wir hatten beide 0 Punkte. Ja, in der anderen Fußballmannschaft waren auch, ich will nicht Fans sagen, aber Zuschauer von mir, so die kannten mich, haben sogar gesagt, ey Bruder, was machst du hier? Wieso Fußball spielen? Was machst du hier? Nein, Spaß. Auf jeden Fall fand ich korrekt so mäßig. Und dann kam auch so eine kleine Streiterei, also nicht zwischen mir, sondern der Ball geht so aus und der Schiri sagt so, Einwurf für uns. Aber ich war selber, der den Ball dann ausgespielt hat und jeder schreit so den Schiri rein, ey, bist du blind oder was? Er hat doch den Ball dann ausgespielt, wir haben Einwurf. Und der Schiri so, nein, ich weiß, der Schiri ändert nicht seine Meinung. Und dann kam ich dachte so, okay, guck mal, sowieso gerade ein paar Zuschauer von dir da, zeig mal soziale Seite. Auch wenn wir gerade am Verlieren waren, vielleicht hätten wir Einwurf so gebraucht oder so, vielleicht hätten wir dadurch Tor geschossen. Ey, so scheiß drauf, mach was Faires. Es ist kein Champions-League-Finale, nur wegen diesem Einwurf wird es jetzt nichts am Ergebnis ändern. Ich gehe zum Schiri, sag Schiri, die Gegner haben Einwurf, ich habe den Ball dann ausgeschossen. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß, dass sowas faires. Entschuldigung, du hast jetzt Oscar verdient. Du warst so fair. Martin Luther King ist gar nichts gegen dich. Leute, Mann, mach doch dann, wenn nicht so fair ist. So, okay, es war Fair Play, aber das war nichts so Besonderes. Aber ich sag ja, Leute, in meinem Leben sind so andere Sachen Fair Play. Zum Beispiel, so dass es wieder so 100% mehr hat. So, in meinem Leben, wenn ich irgendwas faires mache, dann hat es was mit Geld zu tun. Und zwar, ihr kennt mich, FIFA, ich bin Suchti. Ich bin FIFA-süchtig. Leute, ihr brauche ich ja euch nichts zu sagen, ne? Auf jeden Fall, ich war in Dortmund im Chillhaus. Nochmal Grüße an euch. Wir haben da FIFA um Geld gespielt. Und dann, wir spielen, erstes Spiel um 10er. Erstmal gucken, danach nochmal um 10er. Dann nochmal gucken. Ich habe die ersten beiden Spiele habe ich verloren, weil ich habe nicht mit meiner Mannschaft gespielt. Und er ist so direkt abgehoben. Er denkt so, ich bin Opfer. So, er so, ah, du laberst auf YouTube, du bist FIFA-King und so. Ich habe dich zweimal gezogen. Ich so, ja, okay, komm.
Wir spielen jetzt direkt um Fuffi. Erstmal so um 10, 20 Euro und dann direkt. Wir spielen um Fuffi, aber ich nehme die Mannschaft, die ich will. Also okay, wir spielen Real Madrid gegen Real Madrid dann. Ciao. Fuffi gewonnen. Danach nochmal Fuffi. Danach denkt sich, okay, ist wirklich gut. 20, 30er, 40er. Und das ging dann so weiter bis 7 Uhr morgens haben wir gezockt. Und ein Kollege neben mir, ich war ja nicht alleine da, Kollege guckt die ganze Zeit zu, dies, das. Ich komme raus aus dem Laden mit 150 Euro plus. Leute, aber das ist sowieso Harampara. Ich habe einfach eiskalt, die Hälfte habe ich meinen Kollegen gegeben. Hier, nimm die Hälfte. Haben wir 50-50 gemacht vom Geld. Und das ist so für mich so Fair Play. Wisst ihr, so sowieso Geld, was man sich erspielt, sofort mit Leuten. So, okay, es war kein Glücksspiel, so, weil eigentlich habe ich das, ich weiß, das war ja so meine Arbeit. Ich spiele so einfach professionell FIFA wie immer. Aber trotzdem, er guckt da 7 Stunden lang neben mir zu, trinkt sein Trinkbällchen die ganze Zeit. Ist so, komm, 50-50. Ich war danach nochmal bei Chill House. Ich gehe mal Chill House, ja, das ist krank. Ich gehe mit Kollegen dahin. Er hat gar keine Ahnung von FIFA. Komplett gar keine Ahnung. Er wollte einfach mitkommen. Ich nehme ihn einfach mit, okay, wir spielen FIFA. Leute, ihr müsst euch vorstellen, das Geld liegt nicht auf dem Tisch, wir machen das so im Kopf. Und ich spiele wieder gegen den einen, spiele gegen ihn, bla bla bla, hab so 40 Euro plus, ne? Ja, also bekomme ich 40 Euro von ihm. Und mein Kollege wollte dann auch FIFA spielen gegen ihn und die spielen auch um Geld. Aber er hat so komplett gar keine Ahnung, da haben die das so gemacht, er geht mit 4 Toren Vorsprung ins Spiel, fängt das Spiel an, er hat 4-0 Führung und er muss dann ihn besiegen. Und da ich ja von ihm noch kein Geld bekommen habe, machen wir das so alles am Ende des Tages. Und dann, während ich von ihm 40 Euro gewonnen habe, so, ich warte so, bis sie zu Ende spielen, damit ich von ihm mein Geld kriege. Aber da er gegen ihn die ganze Zeit gewinnt und das Geld ich noch nicht bekommen habe, und er kriegt ja Geld von ihm und ich krieg Geld von ihm. Das heißt, er muss mir eigentlich das Geld geben, aber er ist mein bester Freund. Ich kann doch nicht von ihm, Geld nehmen, so, weißt du? So, war auch scheiße, habe ich gesagt, Digga, komm, lass gut sein, ich spiele einfach nie im Leben wieder FIFA. Wegen dir konnte ich kein Geld machen, Leute. Ja, direkt ciao. Ja, Leute, das waren so meine fairen Momente. Ich weiß, das Video war nicht so witzig oder so. Das sollte einfach mal zeigen, so faire Momente wollte ich immer schon mal mitteilen mit euch. Und da sowieso gerade diese Perfekt-Fairness-Kampagne gestartet hat, habe ich gesagt, ja, okay, Jackpot, ich kann die anderen Leute noch motivieren, ein paar faire Sachen zu erzählen in die Kamera, Leute. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Macht ein Video, wo ihr einfach eine faire Sache in eurem Leben erzählt. Vielleicht hat einer von euch hat locker so eine krasse faire Sache, so eine richtig geile Geschichte, so geiler als meine sowieso, weil meine sind ja halt, was ist das, Junge, ich spiele FIFA, macht daraus Fairplay-Situationen, komisch. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach gar nichts. Oder doch, macht was. Macht dieses Video, schickt es auf die Webseite der Kampagne. Persönlich, eigentlich ist das Video ja persönlich, ne? Ich bin doch komplett heute anders in diesem, wisst ihr wieso? Weil ich habe das It's Mad T-Shirt an, das neue It's Mad T-Shirt. Das ist neu auf dem Markt, bro. Ja, Leute, ich habe auch vergessen, wenn ihr da mitmacht bei der Kampagne, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, ihr könnt 1000 Euro gewinnen, die ihr dann spenden dürft. Sorry für meinen Husten. Mehr Informationen, einfach mal auf die Seite gehen, informieren. Der Gewinner wird dann ausgelost. Er gewinnt dann 1000 Euro, die er dann spenden darf. Und ja, Leute, das war's wieder mal. Und ciao.